So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Lost Odyssey. Ja, wir sind von einem Kometen oder ähnliches und von Lava überschüttet worden oder Magma oder was auch immer und laufen jetzt hier. In unseren ersten Zufallskampf, das ist ja irre. Ich hoffe, die Stimmen sind gut verständlich. Wir können jetzt angreifen. Den Irra kennst du da A oder B? Wir gehen jetzt einfach mal auf A, so spontanerweise. Und rocken den förmlich sofort runter. Und die machen uns eigentlich auch gar keinen Schaden. Wir sind sowas von imbar und mächtig. Aber das ist natürlich auch immer nur im ersten Kampf so, den man so präsentiert kriegt. Nur die Starken überleben. Nur die Starken überleben, das ist jetzt die Frage. Ob das jetzt angekommen ist bei euch oder nicht, ich weiß es nicht. Ich habe hierzu kein Lösungsbuch. Ich spiele das jetzt aus meiner Erinnerung raus. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Muss ich zugeben. Also ich verspreche euch jetzt einfach mal, ich werde nicht alle Gegenstände finden in dem Spiel. Definitiv nicht. Besonders, man kann irgendwelche Samen und Saaten sammeln. Und, oh Gott, das habe ich nie hingekriegt. Was ich aber noch weiß, ist, dass wir hier diese Dinger umschubsen können und dann Gegenstände erhalten. Auf jeden Fall Tutorial Zielringensystem ansehen. Ja, bitte, damit ihr das einmal seht. Zum Verwenden des Zielringensystems benötigst du Ringe. Rüste einen Charakter mit einem Ring aus, dann erscheint beim Angriffsbefehl automatisch der Zielring. Das Zielring-Kampfsystem gewährt dir neben dem normalen Waffenangriff weitere Fähigkeiten. Aha. Solange das Zielring-System aktiviert ist, werden Zielring und Zeit angezeigt, wenn du den Angriffsbefehl ausgewählt hast. Halte den rechten Schalter gedrückt, wenn die Zeit beginnt, und lass ihn los, wenn sich der äußere Ring direkt über den Zielring befindet. Wenn du den richtigen Zeitpunkt triffst, ist dein Angriff absolut wirksam und das beste Ergebnis ist perfekt. Läuft die Zeit oder du hast nicht den richtigen Zeitpunkt getroffen, ist das Ergebnis schlecht und erzielst keinen Zusatzeffekt. Je nach ausgerüsteten Ringen gewährt das Zielringsystem zusätzliche Wirkung. Wähle einen Ring entsprechend der Situation. Nein, danke. Einmal reicht. Jedenfalls können wir jetzt hier unter Gegenstände, war das, glaube ich, Ringe? Nein. Nein, 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 nein. Och, ich muss mich erstmal wieder an dieses Menü gewöhnen. Ausrüstung, Keim Argonar. Ach, den Schlägerring, der wurde automatisch. Das ist ja der Wahnsinn. Na dann. Dann wollen wir mal weiter hier. Heiter weiter ins Verderben. Und so. Ach so. Es geht hier an dem Ding vorbei. Oder auch nicht. Bin ich blöd? Ach nee, wir mussten das umschmeißen, damit wir weiterkommen. Ah, ist ja. Ah, und das macht uns Schaden. Ja, das ist schön. Müssen wir jetzt trotzdem hierher? Bin ich denn blöd? Ach nee. Okay, eigentlich schon. Ich bin das nicht mehr gewohnt. Naja, auf jeden Fall ist das jetzt im Vergleich zu Final Fantasy 13.2 ein eher langsames Kampfsystem. Wir greifen jetzt mal den hier an und kriege ich das jetzt hin mit dem Ring? Ma! Ich muss ehrlich zugeben, ich bin nicht gut in diesen Active-Time-Dingern. Also, ne? Na, das war nicht gut. Ich muss sagen, Castlevania hat mich da ein bisschen geschult. Ja, ein Kinderspiel. Aber nur ein bisschen, also minimal bisschen. Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich immer noch grottig bin, was das anbelangt. So, komm, stoß es um. Ich möchte ein Item. Eine Engelsschwinge erhalten. Das ist doch schön. Engelsschwingen sind meistens positiv, würde ich mal meinen. Jetzt laufen wir hierher und stoßen hier nochmal. Ich möchte ja nichts ungestoßen lassen. Nein, der war schlecht. Und ein Mana-Kraut, aber das brauchen wir hier für unseren Guten ja gar nicht, weil wir sind ja kein Magier an sich. Mö. Oh, da liegt auch was. Ein Namensschild erlangt. Na dann.
Was steht denn da drauf? Ich bin jetzt mal neugierig. Gegenstände. Wurde im Hochland vom Wohl verloren und gefunden. Na dann. Na dann! Ist jetzt hier der Abschnitt beendet? Also das zeichnet immer dieser blaue Strich oben. Huch. Was war das? Bin ich irgendwo drüber gestolpert? Achso, ich habe hier was durch die Gegend getreten. Also. Ja, schön. Weiter geht es hier durch diese traurige Einöde. Die Kameraschwenkung ist beschränkt. Das ist quasi so wie in den Cutscenes von Final Fantasy 13.2. Da kann man einmal so... Und das war's. Mehr Kamerasicht haben wir nicht. Ja. Die Gebiete bleiben, glaube ich, so... Oh. Heilungsmedizin. In der Art, also wir bekommen halt immer so einzelne Wegstücke und dann die manchmal auch ein bisschen breiter werden, aber so im Prinzip ist der Aufbau, würde ich sagen, ähnlich zu 13, was das, ich sage jetzt mal, Schlauchsystem angeht. Ja. Gespickt halt mit vielen Zufallskämpfen. Im Moment geht es halt noch, deshalb, wir haben ja bisher nur ein Partymitglied und immer maximal zwei Gegner. Die kriegen wir auch eben noch so im Vorbeigehen umgerockt. Ha! Geht doch. Gebäm! Und so. Autsch. Komm drauf. Ah, gut. Nur die Starken überleben. Ach ja, der Keim. Der ist ja so toll. Funkelt hier noch irgendwas? Nö. Hier können wir die Kamera nur nach da drehen. Funkelt da was? Ist hier was? Na, komm schon, geh mal hier rum. Liegt da was? Ich bin neugierig. Ein Kampflichter! Wie sollte es auch anders sein? Ich finde übrigens diese Animation mit diesem Lila wunderschön. Ich mag Lila. Ne, ich habe jetzt auch meine Haare... Ach, das habe ich euch gar nicht erzählt. Haha! Ich habe mir lila Farbe, also Brombeerschwarz gekauft, so als Farbe. Mit dem Resultat, dass meine Haare jetzt rot sind, also rot-schwarz. Und nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Also so Brombeer. Das ist wirklich ein Kinderspiel. Ja, da hat er recht. Also was heißt Brombeer? Also... Ne, also es ist mehr so rot, so Bronze, ne? Da habe ich mich dann so aufgemuntert und mir gedacht, Bronze und Brombeer stimmen immerhin schon mal die ersten Farben, die ersten Buchstaben der Farbe. Naja. Aber sieht auch nicht schlecht aus. Wenn jetzt die Sonne drauf scheint, dann ne, funkelt das halt alles so ein bisschen rötlich. Ja. Ich würde sagen, ich... Warte mal, liegt hier was? Hallo? Hallo, hallo, hallo? Nö, hier liegt nichts. Den Speicherpunkt lassen wir jetzt einfach mal aus. Übrigens, Speicherpunkte heilen uns nicht, die kleinen Arschlöcher. Die sind einfach nur da. Das ist echt schade. Ja, ist okay. Ach ja, wir müssen das immer bestätigen. Das ist auch etwas, was mich mal so ein bisschen... Katzi. Boah. Siehst du irgendwas? Ja, ich sehe immer da. Naja. Oder hier. Was? Der Typ da drüben, der lebt noch. Wirklich? Offensichtlich. Hey, du! Wo sind die anderen? Bist du allein? Wie ist dein Name? Deine Einheit? Leutnant Keim Argonar, Kommandant 17. Zug, Panzermagietruppe. Ein Wunder, dass sie noch leben. Kommen Sie, hier entlang. Kaum zu glauben, dass jemand überlebt hat. Unfassbar, dass er das überlebt hat. Gibt's da nicht. So, ich mache mal ganz kurz einen Schnitt und guck mal, wie das Lautstärkeverhältnis jetzt war. Und bis gleich. So, da sind wir wieder. Ja, wir laufen hier einmal ganz kurz zurück, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass hier noch irgendwo was rumlag. Hier, zum Beispiel die Kiste mit Heilungsmedizin.
Das ist etwas, was wir sonst verpasst hätten. Das ist absolut ein No-Go. Und jetzt haben wir noch eine Kiste. Mit Mana-Kraut. Das ist doch wunderschön. Ja. Und dann sind wir auch schon wieder beim Speicherpunkt. Können wir hier noch irgendwas umrennen? Sieht nicht so aus. Nö. Gut, dann laufen wir wieder zurück. Sprinte. Warte mal, konnte der nicht irgendwie rennen? Ja, genau. Auf X konnte er rennen. Und auf B geht er. Und so läuft er. Ha. Gut, dann wollen wir mal ganz kurz gucken, ob wir hier noch was abgreifen können. Nö. Aber hier öffnen wir mal die Truhe. Noch eine Engelschwinge. Das ist doch wundertoll. Und 4 Wettsteine. Ja komm, hau rein. Du kannst die Ringe für das Zielringsystem mit Hilfe der Ringfertigkeiten erstellen. Denk dran, du brauchst Komponenten für die Ringfertigung. Es gibt viele verschiedene Komponenten, die du im Kampf gewinnen oder in Schatzkisten oder Geschäften finden kannst. Auch der Ring selbst kann als Komponente verwendet werden. Im Ringfertigungsmenü findest du eine Liste mit Ringformeln. Wenn du die erforderliche Komponente hast, kannst du sofort Ringe anfertigen. Sieh im Ringfertigungsmenü nach, was dir neu gefundene Komponenten bringen. Wenn du neue Komponenten erhältst, bekommst du auch neue Ringformeln. Mit der X-Taste kannst du die Ringformeln filtern. Sieh dir die Formeln an, wenn du neue Komponenten erhältst. Nein, danke. Reicht. Dann sagen wir mal, hallo. Freundlicher Soldat, erstaunlich, dass du überlebt hast. Du kannst den Panzerwagen nehmen, er fährt schon bald ab. Soldat der Erkundungseinheit Callahan. Unsere Armeen wurden ausgelöscht. Ich bezweifle, dass draußen im Hochland noch jemand lebt. Ist hier noch was? Ich will Schätze. Was hast du denn hier zu sagen? Zitternder Soldat Zax. Zack? Ja. Ha, den haben wir es gezeigt. Wir haben den Kent-Abschaum vernichtet. Das geschieht allen Gegnern von Ura. Also wir sind anscheinend für Ura und gegen Kent. Beschäftige Sanitäterin Tolmia. Entschuldigung, dieser Patient braucht meine ganze Aufmerksamkeit. Ja, ist okay. Patient? Verzweifelter Soldat Lalsu. Ura würde den barbarischen Kent-Bestianern niemals weichen. Dies war die letzte Schlacht. Aber was heißt das? Haben wir gewonnen oder verloren? Ja, also bei den Massen von Menschen, die dabei... Ne? Ich denke mal, dass das jetzt für beide kein Sieg war. Ist das eine Kiste? Nö. War klar. Gut, dann hello! Unfassbar, dass der Krieg so endet. Das Hochland von Wohl ist jetzt ein Totenfeld. Kent sollte seine Strategie jetzt überdenken. Ich habe gehört, ein Meteor sei auf das Schlachtfeld gefallen. Wie konnte das passieren? Ja, das ist die große Gretchenfrage. Das fragen wir uns auch. Ja, komm, wir gehen da mal rein. Rückzug, Bewegung! Ich hoffe, das ist okay so mit dem Vorlesen. Ura-Truppen-Panzerfahrzeug. Oh, da sind wir. Wir sind Keim Argonar. Und unser Bauchnabel hat ein eigenes Loch in der Rüstung. Das finde ich so gut. Mir geht's gut, da ich am Schlachtfeldrand war. Aber der Rest meiner Einheit... Oh, die ist aber hübsch. Und du bist in einer schönen Haltung. Dreh dich mal um. Bitte halt still. Es tut noch mehr weh, wenn du dich bewegst. Ach ja. Au, 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 ouch. Pass auf, was du machst. Naja, mir fehlen die Worte. Ich habe nur einen Lichtblitz gesehen, gefolgt von einem großen Knall. Dann waren alle erledigt. Was war das bloß? Unfassbar, dass nicht einmal magische Energie diese magische Waffe schützen konnte. Na dann. Ja, ist okay. Ich will mit dir reden. Na, komm mal her, so. Oh, Selena heißt sie. Keine Sorge, du wirst wieder gesund. Ich bin fast fertig. Das Schmerzmittel sollte gleich Wirkung zeigen. Oh, da hinten sitzt schon jemand ganz, ganz Tolles.
ich bereit, im Kampf zu sterben, aber ich hatte nie erwartet, solch eine Zerstörung zu sehen.